Tag, liebe Gemeinde, vor den Bildschirmen von Computern, Laptops oder Handys. Zu Hause oder unterwegs. Allein mit der Familie oder Freunden. Herzlich willkommen zu Pfingsten, dem Fest der Ausgießung der Geistkraft Gottes. Sie kann über uns kommen wie ein Sturm, wie ein Brausen, aber auch wie ein Hauch. Gottes Geistkraft setzt uns in Bewegung, bringt uns zusammen, lässt uns Kirche sein. Ich lade Sie ein, mit all denen, die ihn vorbereitet haben, Gottesdienst zu feiern. Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. Gott ist die schöpferische Kraft, die alles Leben werden lässt. Jesus Christus ist die heilende Kraft, die zusammenhält, was auseinandergefallen ist. Gottes Geist ist die tragende Kraft, die hält, was zu fallen droht. So segne uns Gott diesen Gottesdienst. Amen.
ein Tag von Gott gemacht. Für uns. Lacht den Tag an und feiert gemeinsam. Von Gott gemacht. Gott, weil du uns gerufen hast. Du selbst überwindest die Grenzen der Lieblosigkeit. Du bist als Mensch zu uns gekommen und hast uns deine Liebe geschenkt. Und dennoch denken wir in Einordnungen, die trennen. Wir unterscheiden in Gesunde und Kranke, Männer und Frauen und ihre angeblich natürlichen Bereiche. Wir trennen die, die dazugehören, von denen, die wir die anderen nennen. Manchmal scheint uns das wichtiger zu sein als das Wissen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind zu dir. Gott, du selbst überwindest die Grenzen der Sprachlosigkeit. Du hast uns dein Wort geschenkt. Und dennoch fehlt uns das Vertrauen, Dinge, die uns bedrücken, auszusprechen. Wir haben nicht viel Geduld, einander zuzuhören. Manchmal versinken wir in unserem Leid und können nicht mehr an die Verantwortung denken, die du uns auch für andere aufgetragen hast. Gott, du selbst bist die Kraft, wir bitten dich, stärke uns. Du selbst bist die Liebe, wir bitten dich, rühre du uns an. Du selbst bist die Hoffnung, wir bitten dich, bleibe du bei uns. Amen. Thank you.
Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zu dem anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Sie haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er zu ihnen: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasset euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Thank you.
Liebe Gemeinde, was ist eigentlich Ihr Lieblingsfest im Kirchenjahr? Ich nehme an, Weihnachten. Die Geburt von Jesus ist zwar schon über 2000 Jahre her, aber zu Weihnachten berührt uns die Erzählung von der armen Familie und der Geburt im Stall. Zu Weihnachten sind die Kirchen voll. Die Weihnachtsbräuche und die Krippenspiele und Geschenke helfen uns, das Geschehene von damals auch für heute zu begreifen. Das zweitliebste Fest ist dann, nehme ich an, Ostern. Die Auferstehung von Jesus ist zwar knapp 2000 Jahre her, aber durch die Osterbräuche und Traditionen, die wir entwickelt haben, rückt uns das Geschehen von damals auch heute ein Stück nahe. Und wir feiern das neue Leben im Frühling. Aber wie ist das mit Pfingsten? Das historische Ereignis, um das es geht, ist ebenfalls knapp 2000 Jahre her. Aber gegenüber Weihnachten und Ostern erscheint Pfingsten vielen wohl eher relativ blass und unbedeutend. Und sie können damit nicht allzu viel anfangen. Birkengrün und Pfingstausflüge sind noch nicht das, was uns das Pfingstgeschehen wirklich nahe bringt. Dabei hat es gerade die Pfingstgeschichte in sich. Besonders deutlich wird das, wenn diese Geschichte in eine Anti-Pfingstgeschichte umgeschrieben wird. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Am Himmel regte sich kein Lüftchen, und es geschah, dass sie alle friedlich unter sich blieben. Es störte sie einfach keiner, und so war ihnen das auch recht. Sie frischten Erinnerungen auf, Erinnerungen an Jesus, lebten in der Vergangenheit, erzählten sich dies und jenes, und das konnten sie in ihrer eigenen Sprache. Die Fenster öffneten sie nur gelegentlich, um ein wenig zu lüften. In den Straßen um ihr Haus
tummelten sich an diesem Tag Leute aus allen Herren Länder. Das machte ihnen ein bisschen Angst. Sie wollten nicht gestört werden, nicht entdeckt werden als Anhänger dieses Jesus von Nazareth. Sie wollten ihre Ruhe, sich lieber aus allem heraushalten, den Pfingsttag so feiern wie immer. Die Jünger trafen sich noch öfter, aber so nach und nach fingen sie an, sich zu langweilen. Und allmählich geriet die ganze Sache mit Jesus in Vergessenheit. Auch nicht schlimm. Wichtiger war ihnen mitschwimmen, nur nicht auffallen. Diese Anti-Pfingst-Geschichte ist eine Geschichte, in der nichts passiert, nichts verrückt ist. Und da wird genau das Besondere der richtigen Pfingst-Geschichte deutlich. Pfingsten ist ein verrücktes Fest. Da werden Verhältnisse verrückt, da wird Neues gewagt, da werden Grenzen aufgebrochen, Grenzen der Angst und des Missverstehens. Alles Wirkungen des Heiligen Geistes. Überall dort, wo Menschen verrückt werden, nein, das ist falsch betont, überall dort, wo Menschen verrückt werden, weg von immer so gewesenen Standpunkten, dass alles so bleiben muss, wie es war, hin zu der Bewegung des "Lasst uns gemeinsam vom Neuen erzählen, Neues ausprobieren." Alles muss so bleiben, wie es ist. Das ist ein antipfingstliches Leitwort. Alles neu macht nicht der Mai, sondern der gute Geist Gottes. Das ist die Losung von Pfingsten. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, der so unvorstellbar ist. Es ist schwer, den Heiligen Geist konkret zu beschreiben. Von etwas völlig Immateriellem zu erzählen in einer Welt, in der nur Materielles zählt, das ist extrem schwer. Ich glaube nur an das, was ich sehe, hat einmal ein Konfirmand zu mir gesagt. Und er führte weiter aus, dass er zum Leben was Handfestes brauche, was Greifbares. Heiliger Geist, was soll das? Kann ich mir nicht vorstellen. Das verstehe ich. Zwar kommt der Heilige Geist in verschiedenen biblischen Geschichten vor, doch so richtig greifbar wird er nicht. Er bewirkt etwas. Es ist bei ihm wie mit dem Wind. Nur daran, dass die Blätter der Bäume sich bewegen, können wir eigentlich erkennen, dass der Wind weht. Wir leben nicht nur von den greifbaren, sichtbaren Dingen. Gott sei Dank. Stellen Sie sich vor, in einer Partnerschaft würden wir uns nur danach beurteilen, was wir voneinander hören und sehen. Zum Glück gibt es die Liebe, die auch über Durststrecken und Tiefpunkten hält. Den Heiligen Geist können wir da finden, wo etwas im Geist Gottes geschieht. Die einleuchtendste Erklärung des Heiligen Geistes steht beim Apostel Paulus. Da heißt es: Die Frucht des Geistes Gottes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut. Diese Dinge kann ich mir vorstellen. Die habe ich schon erlebt oder danach Sehnsucht gehabt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut. Vom Heiligen Geist können wir nur die Wirkung, nur die Früchte erkennen. Liebe Gemeinde, ich bin der Überzeugung, dass hinter allem, was uns Angst macht, dennoch eine Kraft vorhanden ist, ein Grundfundament, das uns trägt, das uns nicht völlig verzweifeln lässt. Es ist jene feste Zuversicht, dass wir leben werden, trotz aller Bedrohungen, die uns hoffen lässt gegen alle Hoffnungslosigkeit, jene Zuversicht, dass wir trotz allem, was geschah oder noch geschieht, gehalten sind von jener Macht, die auch die Welt zusammenhält.
Heiliger Geist, ja, das ist meine Überzeugung. Das ist der Lebenshauch Gottes. Jene unsichtbare Kraft, die uns nicht verzweifeln lässt über schlimme Zustände in der Welt. Jene Kraft, die uns Mut macht, an der Veränderung der Welt auch vor unserer Haustür zu arbeiten. Diese Kraft, die uns lachen lässt, auch wenn vieles zum Weinen ist. Die uns lieben lässt gegen alle schlechten Erfahrungen. Diese Kraft, die uns glauben lässt, mitten in einer Welt, in der Glauben nichts mehr zu bedeuten scheint. Ja, das ist der Heilige Geist. Das ist der Tröster, der Mutmacher, den Gott uns geschickt hat. Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag. Vor 2000 Jahren geschah in Jerusalem jenes Wunder, dass Menschen, die sich angstvoll verkrochen hatten, mutig in die Offensive gingen und anderen von dem erzählten, was ihrem Leben Halt gab. Von Jesus Christus, an den sie glaubten. In der Pfingstgeschichte wird deutlich gemacht, was der Heilige Geist bewirkt. Die Freunde Jesu sehen plötzlich mehr als das, was vor Augen ist. Sie haben mehr gehört als nur die Drohungen einer feindlich gesinnten Umwelt. Sie hatten plötzlich mehr zu sagen als ich habe Angst. Sie konnten mit einem Mal hinausgehen zu fremden Menschen und sie wurden verstanden. Sie konnten Neues wagen und gingen doch nicht unter. Der Geist Gottes war mit Jahwe in ihnen. Sie waren begeistert im Vollsinn des Wortes. Gottes guter Geist ist einer, der gerne Dinge verrückt, immer so Gewesenes hinterfragt. Nicht aus Prinzip, sondern aus Liebe zum Menschen. Er will nicht, dass sozusagen jeder in seinem Haus sitzt und die Fenster höchstens mal zum Lüften öffnet, wie es in der Antipfingstgeschichte hieß. Gottes guter Geist will verrücken, sich verrücken lassen, heißt Grenzen überschreiten, auf andere zugehen, wie in jener Geschichte, die ich am Ende erzählen will. Ein jüdischer Theologe, ein Rabbi, bat Gott einmal, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihn den Propheten Elia als Führer mit. Zuerst führte Elia den Rabbi in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Leute mit langen Löffeln und langten alle in den Topf. Aber sie sahen blass und mager aus. Dem Rabbi fiel auf, dass sie alle kein Ellenbogengelenk hatten und deshalb ihre Arme nicht krümmen konnten und so die langen Stiele der Löffel nicht zu ihrem Mund führen konnten. So saßen sie hungrig vor dem köstlichen Gericht, weil sie nichts essen konnten. Als die beiden Besucher wieder draußen vor dem Raum waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch seltsamer Ort das gewesen sei. Das war die Hölle, antwortete Elia. Daraufhin führte er den Rabbi in einen zweiten Raum, der haargenau dem ersten glich. In der Mitte stand genauso ein großer Topf mit genau dem gleichen herrlichen Gericht. Und die Menschen, die um den Topf herum saßen, hatten genau wie die Menschen im ersten Raum kein Ellenbogengelenk und hatten genau die gleichen langen Löffel. Aber sie waren alle gesund, glücklich und gut genährt. Der wichtigste Unterschied zum ersten Raum war, sie benutzten die langen Löffelstiele, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Und das war der Himmel. So wird der Hauch Gottes konkret. Menschen, die geistvoll miteinander umgehen, sehen nicht nur sich,
sondern vor allem den anderen. Liebe Gemeinde, Gottes guter Geist will verrücktes Leben. Lassen Sie ihn auf sich und an sich wirken. Und freuen Sie sich an dem und seien Sie gespannt auf das, was dabei herauskommt. Bleiben Sie lebendig und immer wenigstens ein bisschen verrückt. Amen. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. In vielen Familien herrscht seit Mitte März Ausnahmezustand. Guter Gott, wir bitten für alle Eltern. Wir denken an die Eltern, denen die beruflichen Herausforderungen und die gleichzeitige Betreuung ihrer Kinder zu schaffen machen. Wir denken an die Eltern, die ihre Kinder nur schweren Herzens in Notbetreuung geben. Wir bitten für die, die das Gefühl haben, weder ihren Kindern noch der Arbeit oder sich selbst gerecht zu werden. Wir denken an die Eltern, die müde sind, deren Geduld aufgebraucht ist und denen das Elternsein schwer wird. Wir bitten für die Eltern, die in partnerschaftliche Konflikte geraten. Wir bitten für alle Kinder, für alle die, die ihre Freunde, das gemeinsame Spiel und den Spaß vermissen. Für die, die befürchten, in der Schule den Anschluss zu verlieren. Wir denken an die Kinder, die ihre Eltern besorgt, traurig, gereizt oder streitend erleben. Wir bitten für die Kinder, die Opfer von Gewalt werden. Guter Gott, lass alle Familien spüren, dass du da bist. Schenke Eltern und Kindern trotz allem Freude aneinander, Geduld und Zuversicht. Unser Gott, wir bitten dich für diejenigen, denen die Corona-Krise finanziell und wirtschaftlich zusetzt. Wir denken an die, die wegen Kurzarbeit weniger Einkommen zur Verfügung haben
und nicht wissen, wie sie damit auskommen sollen. Wir denken an die, die sich um ihren Arbeitsplatz Sorgen machen, weil sie nicht wissen, ob er bei einer Rezession wegfällt. Wir denken an die, die die Politik nicht wahrnimmt, weil sie keine ausreichend große Lobby haben. Begleite sie in der wirtschaftlich schwierigen Situation und nimm ihnen ihre Ängste und Sorgen. Guter Gott, ich habe Glück. Meiner Mutti geht es mit ihren 89 Jahren in dieser turbulenten Zeit gut, denn ich bin für sie da. Aber leider geht es nicht allen alten Menschen so. Viele sind einsam und allein. In den Seniorenheimen sind erst seit kurzem wieder Besuche möglich, aber auch dort nur unter strengen Auflagen und mit Einschränkungen. Auch in den Familien können erst seit kurzem wieder Begegnungen stattfinden. Viele alte Menschen leiden unter dieser Situation. Lass uns diese Menschen nicht vergessen, guter Gott. Gib ihnen Mut, um diese Zeiten zu durchleben, und sende ihnen Worte der Hoffnung und des Lichts. Unser Gott, wir bitten dich für diejenigen, die außerhalb der Industrieländer von der Corona-Krise betroffen sind. Wir denken an die, die in Schwarzafrika keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Wir denken an diejenigen, die in Südostasien in äußerst beengten häuslichen Verhältnissen leben und nicht in der Lage sind, Abstand zu halten. Wir denken an diejenigen, die in Brasilien leiden, weil verantwortliche Politiker andere Prioritäten als die Bekämpfung des Virus haben. Gib ihnen Entscheider, die mit Sachverstand und ohne Eigennutz für das Gemeinwohl von Mensch und Umwelt walten. Und all das, was wir außerdem in Gottes Hand legen wollen, schließen wir ein in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich lade Sie herzlich ein, morgen am Pfingstmontag am ökumenischen Gottesdienst per Videokonferenz teilzunehmen. Alle Informationen erhalten Sie zum einen auf unserer Homepage, aber vor allen Dingen auch auf der Homepage christlichinpankow.de. Am 7. Juni feiern wir Gottesdienste um 10 und um 11.15 Uhr in Rosenthal. Die Kollekte für den Pfingstsonntag ist bestimmt zur einen Hälfte für die Arbeit mit Sorgen und Wenden und zur anderen Hälfte für die Bahnhofsmission. Bitte schauen Sie auf unsere Homepage www.kirche-rosenthal-wilhelmsruh.de, um zu sehen, wohin Sie Ihre Kollekte überweisen können. Herzlichen Dank. Empfangt nun den Segen Gottes. Gott segne unseren Blick zurück und unseren Schritt nach vorn. Gott segne uns, dass wir nicht nur das Brausen hören, sondern auch das leise Säuseln des Windes, der weht, wo er will. Gott segne uns, dass der Duft, den der Wind herbeiträgt, in unseren Nasen den Geruch einer neuen Welt verbreitet. Gott segne uns, dass die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Liebe, die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Frieden auf den Flügeln des Windes zu uns reiten. Gott segne uns, dass wir vom Wind der Zukunft ergriffen werden, der uns von dort entgegenkommt, wohin wir nicht mit eigener Macht, aber mit Gottes Hilfe gelangen werden. Gottes Segen,
begleite uns in das Fest und in den Alltag. Amen.